بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد wir beginnen mit einer Art Einführung in die Grundlagen der Aqida. Das ist eine Wissenschaft für sich selbst bzw. eine Disziplin, ein Fach, das nicht zu verwechseln ist mit dem Fach oder mit der Aqida selbst. Darauf werde ich noch später etwas näher eingehen. Nur ich möchte kurz hier anfangs, hier eingangs bereits erklären, dass die oder das, wie man es auch nennt, Ilm al-Aqida, nicht die Aqida selbst ist. Das Ilm al-Aqida ist eine Wissenschaft. Das ist eine Disziplin und ein Fach. Das hat seine Methoden, seine Themen, nicht? Und diverse Ziele, das nicht immer dasselbe ist wie die Aqida, die wir so kennen. Die persönliche Aqida eines Menschen im Sinne von sein Glauben oder so. Und es gibt für jede Wissenschaft diverse Einführungen. Und das hat einen ganz plausiblen Grund. Die islamischen Wissenschaften haben nämlich in ihrer Entfaltung und Entwicklung immense Ausmaße und Tiefen angenommen, was auch zur Überschneidung und Überlagerung von Themen führen kann. Und manche Gelehrten vergleichen dies mit einem kolossalen, riesengroßen Baum, dessen Zweige so miteinander verstrickt sind, dass du gar keinen wirklichen Überblick mehr hast. Du siehst die einzelnen Stränge nicht mehr richtig, wie sie verlaufen, wo sie sich überlagern, wo es zu Verknotungen kommt. Und genau so ist es auch mit den Wissenschaften. Die Wissenschaften haben sich entwickelt und haben ein Ausmaß angenommen, in dem ein Unerfahrener, wenn er sich da reinstürzt, ertrinken wird. Der wird weder vorne von hinten wissen, unterscheiden können, noch rechts von links. Und daher gibt es diese Einführungen. Der Studierende benötigt Einführungen, die ihn in diese Wissenschaften einleiten und ihn vorbereiten. Und das gibt es in jedem Fach. In jedem Fach gibt es Muqaddimat. Die werden auch als die Usul bezeichnet. Usul al-Ilm. Mit Usul al-Ilm ist nicht etwa gemeint die Dinge, die wir so kennen als Usul al-Din, sondern mit dem Usul eines Ilm sind jene übergeordneten, grundlegenden Erstfragen und Erstthematiken gemeint, die man für einen Ersteindruck benötigt. Auch diese Wissenschaft oder dieser Wissensstrang, Ilm al-Aqida, ist eine dieser Disziplinen und auch sie benötigt Einführungen, die Übersicht verschaffen, die Grenzen sichtbar machen und übergeordnete generelle Fragen beantworten. Ähnlich wie, man kann sich das vielleicht vorstellen, wie mit dem Fiqh und dem Usul al-Fiqh. Der Fiqh, den wir so kennen als Normenlehre, Halal, Haram, verpflichtend, verboten, Makruh, Mubah. Der Fiqh bedeutet ja, dass man über jedes individuelle Detail oder jede individuelle Angelegenheit dazu eins dieser Al-Ahkam anhängen kann. Brot essen erlaubt. Berauschendes Trinken verboten. Autofahren erlaubt. Einen Menschen überfahren verboten. Zähneputzen nach dem Aufstehen mustahab. Beim Eintreten ins Haus mustahab. Auf dem Bauch schlafen makruh. Das ist der Fiqh. Aber dieser Fiqh entsteht nicht nur durch den Text. Die Texte selbst sind nicht der Fiqh, sondern der Fiqh entsteht durch die Paarung von den Texten
und den Prinzipien, den übergeordneten Prinzipien und allgemeinen universellen Regeln des Usul-Fiqh. Das heißt, paaren wir diese beiden. Der Usul-Fiqh beantwortet keine Detailfragen. Der Usul-Fiqh beantwortet dir nicht die Frage, ob das Schlafen auf dem Bauch makruh ist oder haram oder legitim. Aber der Usul-Fiqh gibt dir das Werkzeug, wie du die Texte zu verstehen hast. Er beantwortet dir sozusagen übergeordnete Fragen. Versteht ihr das? Und das, was wir hier machen, ist ähnlich, also die Relation von dem, was wir hier machen, Fiqh, Afwan, Aqidah und Ilm al-Aqidah, ist so ungefähr wie Usul al-Fiqh und Fiqh. Struktur, Usul al-Fiqh bringt Struktur und Gleichgewicht in den Fiqh. Ein Fiqh ohne Usul al-Fiqh ist porös, nicht stabil, widersprüchlich, inkohärent. Und genauso eine Aqidah ohne diese Grundkenntnisse oder diese fundamentalen Fragen, die die Aqidah als Allgemeinheit betrachten, ohne das wird man auch hier und da mal stürzen und widersprüchlich sein und inkonsequent sein und so weiter. Es gibt tatsächlich eine Menge an Literatur in der Aqida. Und es gibt auch einige Bücher, die bezeichnen sich als Einführungen in diesen Bereich. Tatsächlich sind aber viele Grundfragen, die die Aqida als solche betreffen, eine gar nicht darin enthalten. Also beispielsweise, es gibt ein Buch von Uthman Dumeiria, das heißt Al-Madkhal oder Al-Muqaddima in Ilm al-Aqidah. Der spricht über gar keine Grundfragen der Aqidah. Das Einzige, was er da am Anfang nennt, ist vielleicht eine Definition, aber das ist auch nicht die Definition der Aqidah als Wissenschaft, sondern die Definition der Aqidah als menschliche Handlung. Die meisten Bücher dieser Art, die sich als Einführung in die Aqida bezeichnen, entpuppen sich dann aber als Bücher der Aqida. Also werden diese Fragen gar nicht, diese übergeordneten und einführenden Fragen in diese Wissenschaft eigentlich gar nicht behandelt. Und deswegen wollen wir das nicht so machen. Wir wollen tatsächlich diese Disziplin, eine Einführung in die Disziplin. Und das ist sehr nützlich. Das schafft viel Klarheit. Es schafft Klarheit im Umgang mit verschiedenen Fragen, mit verschiedenen übergeordneten Fragen. Ich benutze das Wort übergeordnet, weil ich damit ausdrücken möchte, dass es diese Fragen eine Art Gattung sind. Also beispielsweise, ich gebe euch ein Beispiel, dass ihr dann versteht, was ich meine. Was ist ein Mensch? Nehmen wir an, jemand kennt dieses Wort nicht. Und du, nehmen wir mal an, nur hypothetisch. Nein, die Antwort Schöpfung ist nicht richtig. Die ist nicht richtig. Wenn du zu einem Menschen sagst, oder zu jemandem, der dich fragt, was bedeutet Mensch, und du sagst zu ihm, Mensch bedeutet Schöpfung, dann sagt er dir, gut, dann ist ein Affe auch ein Mensch und ein Elefant ist auch ein Mensch. Aber bevor wir wollen eigentlich jetzt gar nicht den Menschen definieren, ich möchte euch nur sagen, was übergeordnet bedeutet. Stell dir vor, jemand fragt dich, was ist ein Mensch? Was bedeutet Mensch? Und dann sagst du ihm, guck mal, das da, das ist der Mensch. Und da läuft ein Mann vorbei, der heißt Zaid. Und dann sagt er dir, und das da hinten ist auch ein Mensch. Und es könnte sein, dass du jetzt denkst, dass nur diese beiden unter dem Begriff Mensch fallen. Es geht hier um Begriffe, es geht nicht um
Ähnlichkeiten oder dass er irgendwie erkennt, das ist eine Spezies. Es geht hier um die Begriffe. Und dann streitest du mit anderen darüber und sagst, nein, das ist, wird nicht Mensch genannt und das auch nicht, nur diese zwei Dinge. Nur diese zwei Dinge. Weil du die übergeordnete Definition des Menschen nicht kennst. Die übergeordnete Definition, also die allgemeine, pauschale Aussage sozusagen, wäre zu sagen, der Mensch ist ein vernunftbegabtes Lebewesen. Vernunftbegabtes Lebewesen. Al-Insan huwa al-Hayawan un-Natiq. Al-Hayawan an-Natiq. Hayawan heißt hier nicht Tier. Hayawan heißt nicht Tier. In diesem Kontext. Hayawan heißt Lebewesen. Also vernunftbegabtes, mit Intellekt ausgestattetes Lebewesen. Wenn ich das weiß, dann bin ich in der Lage, immer wenn ich diese zwei Eigenschaften sehe, zu sagen, das ist ein Mensch. Auch wenn ich als Beispiele nur zwei kenne. Und das meinen wir mit übergeordneten Fragen. Übergeordnete Fragen sind die Bausteine dieses Faches, mit denen man dann in der Lage ist, besser zu verkehren und umzugehen mit einzelnen Sachfragen. Für die Einführung haben wir aber auch eine Einführung. Also wir beschäftigen uns mit der Einführung in die Aqida, aber auch das erfordert eine Einführung für sich selbst. Und das gibt es in jeder Wissenschaft und diese werden bezeichnet als die Mabadi ul-Ulum, die 10 Erstfragen. Die 10 Erstfragen. Was sind die 10 Erstfragen? Die Ahlul Ilm nennen das Mabadi ul-Ulum oder Muqaddimat ul-Ulum. Und bei diesen Fragen handelt es sich um Sachverhalte, die die Disziplin definieren, ihre Stellung und Korrelation zu anderen Wissenschaften und so weiter darstellen. Also alles so, was dir einen Überblick gibt, so wie ein Steckbrief. Sowas wie ein Steckbrief, nicht für die Heirat, sondern für die Wissenschaft. Was ist diese Wissenschaft? Und dass diese 10, das sind nicht unbedingt 10, aber das hat sich so entwickelt mit der Zeit, dass es 10 geworden sind. Ich kann natürlich manche erwähnen mehr, manche weniger. Aber grundsätzlich gibt es einen Konsens über die Wichtigkeit dieser einführenden Elemente. Das haben viele der Ulama erwähnt. Unter anderem sagt Ibn al-Arabi al-Mu'afiri, der Mitte des 5. Jahrhunderts gestorben ist. Was wäre Mitte 5. Jahrhundert? Nein, 450. Er ist im Jahr 453 nach Hijra gestorben. Nicht zu verwechseln mit Ibn Arabi. Ibn Arabi ist eine andere Person. Ibnul Arabi mit einem L ist der malikitische Faqih und Mufassir. Er sagt, Haqqun ala kulli man yuhawilu al-khawda fi fannin min al-ulum. في فن من العلوم إذا علم مقصوده منه أن يحاول بدءا الإحاطة بسوابقه التي لا بد له منها في معرفته وشروطه التي هي معونة عليه. Also das bedeutet so viel wie, er sagt, es ist angebracht für jeden, der den Versuch wagt, eine Disziplin zu erlernen, nachdem er seine Ziele erkannt hat, dass er sich eingangs einen Überblick über die Sawabiq, yani diese Vor- und Erstfragen verschafft, deren Kenntnis unumgänglich ist. Gleiches gilt für die Voraussetzungen, yani diese Disziplin. Auch die sollte er kennen und sich mit diesen ausstatten.
Noch, aber wir sehen hier, dass Ibn al-Arabi uns zwar sagt, es gibt sowas wie Erstfragen, er hat uns aber überhaupt nicht erklärt, was diese Erstfragen sind. Was sind denn diese Erstfragen? Gut, es gibt Sawabiq, aber wenn ich nicht weiß, was das ist, dann kann ich damit nichts anfangen. Ibn al-Amidi, Al-Amidi schreibt in seinem Buch Al-Ihkam fi Usul al-Ihkam, er geht etwas näher darauf ein, also er wiederholt einmal das, was Ibn al-Arabi erwähnt hat, aber nennt uns dann einige Beispiele. Das sind nur Beispiele, die er erwähnt. Er sagt, حَقٌ عَلَى كُلِّ مَنْ حَاوَلَ تَحْصِيلَ عِلْمٍ مِنَ الْعُلُومِ أَنْ يَتَصَوَّرَ مَعْنَاهُ أَوَّلًا بِالْحَدِّ أَوْ الرَّسْمِ لِيَكُونَ عَلَى بَصِيرَةٍ فِي مَا يَطْلُبُهُ وَأَنْ يَعْرِفَ مَوْضُوعَهُ وَهُوَ الشَّيْءَ الَّذِي يَبْحَثُ فِي ذَلِكَ الْعِلْمِ أو الذي يبحث في ذلك العلم عن أحواله العارضة له تمييزا له عن غيره وما هو الغاية المقصودة من تحصيله حتى لا يكون سعيه عبثا وما عنه البحث فيه من الأحوال التي هي مسائله لتصور طلبها وما منه استمداده لصحة إسناده عند روم تحقيقه إليه وأن يتصور مبادئه التي Also, er sagt auch hier so, es ist angebracht für jeden, der den Versuch wagt, eine Wissenschaft sich anzueignen, eine Vorstellung über ihre Bedeutung durch den Al-Hadd oder Ar-Rasm zu erlangen. Al-Hadd und Ar-Rasm sind zwei Formen der Definition. Damit man sich bewusst ist über das, was man erstrebt, also damit überhaupt weiß, um was es hier handelt, man sollte auch Thema der Wissenschaft kennen. Das Thema ist das Wesentliche der Sache, also sozusagen Kern dieser Wissenschaft, um es von anderen abzugrenzen. Was ist das Ziel des Studiums der Disziplin, damit das Unterfangen nicht sinnlos ist? Und ebenso die Masail des Faches. Also wir haben einmal das Thema, das ist der Kern, und dann haben wir Masail. Das sind diese Hüllen, die dieses Thema umgeben. Also ich gebe euch gleich ein Beispiel, aber er sagt auch weiter, aus welchen Quellen wird die Wissenschaft denn gespeist? Wovon ernährt sich sozusagen diese Wissenschaft? Er hat uns hier einige Beispiele genannt. In der Regel hat es sich so mit der Zeit entwickelt, dass man sich auf 10 Mabadi, also 10 Erstfragen begrenzt. Es werden häufig 10 Erstfragen genannt, aber wir werden sehen, das ist nicht ausreichend hier für uns in der Aqida. In der Regel aber sind es diese 10 und diese 10 könnt ihr hier sehen, in diesen 3 Strophen. Ich werde das gleich natürlich auch auf Deutsch erwähnen, aber das ist natürlich einfach, wenn diverse Informationen gereimt werden, dann kann man sie besser einprägen. Ja. Das ist aus der Hashia von As-Sabban entnommen und er sagt darin, Inna mabadi'a kulli fannin 'ashara, 10. Wer von euch hier spricht eigentlich Arabisch? Du lernst, Abu Musa lernt, Ikrima lernt. Übrigens, für die, die es nicht wissen, wir machen das immer so, damit das ein bisschen schneller geht und damit man nicht so viel tippen muss. 1 heißt immer ja, 2 heißt nein, 3 heißt ich weiß nicht. Er sagt ja, إِنَّ مَبَدِئَ كُلِّ فَنِّنْ عَشَرَ الْحَدُّ وَالْمَوْضُوعُ ثُمَّ الثَّمَرَةُ وَنِسْبَةٌ وَفَضْلُهُ وَالْوَاضِعُ وَالِسْمُ الْإِسْتِمْدَادُ حُكْمُ الشَّارِعُ مَسَائِلٌ وَالْبَعْضُ بِالْبَعْضِ اكْتَفَى وَمَنْ دَرَى الْجَمِيعَ حَازَ الشَّرَفَ. Ja, mal kurz, bei diesen Erstfragen handelt es sich um Sachverhalte, die Disziplin definieren, ihre Stellung und Korrelation zu anderen Wissenschaften und so weiter darstellen. Die 10 Erstfragen sind einmal Al-Hadd, das, was auch Al-Amidi erwähnt hat.
Das heißt die Definition. Die Definition der Wissenschaft. Eine Definition hat einen Zweck. Also Zweck der Definition ist was? Was ist der Zweck einer Definition? Eine Erläuterung. Eine Definition, also eine richtige Definition, das, was man fachlich auch Hadd nennt, denn nicht jede Erklärung ist eine Definition. Nicht jede Erklärung ist eine Definition. Eine Definition hat eigentlich zwei Ziele. Einschließen und ausschließen. Al-Hadd wa Hadd al-Haddi al-Jami' al-Mani'. Einschließen und ausschließen. Was heißt das? Bei einer Definition haben wir ja das Definiendum. Das ist die Sache, die wir definieren wollen, al-Mu'arraf. Und jetzt müssen wir ausschließen alles, was nicht dazu gehört. Und einschließen und alles einschließen, was dazu gehört. Also wir müssen einmal versuchen, dass nichts reinkommt, was nicht dazu gehört und dass nichts ausbleibt, was dazu gehört. Ich gebe euch ein Beispiel. Beispielsweise, wenn ich sage, wenn ich sagen würde, also bei der Definition des Menschen, was ist der Mensch? Und dann sagst du, der Mensch, das ist ein Lebewesen, das auf Beinen läuft. Ein Lebewesen, das auf Beinen läuft. Ist das eine, ist diese Definition, yani, gut. Schließt sie den Menschen mit ein? Schließt sie den Menschen mit ein? Die schließt den Menschen mit ein. Doch, der Mensch läuft doch auf Beinen. Aber sie schließt nicht andere Wesen, Lebewesen aus, die auf Beinen laufen. So beinahe, nee, alle sage ich lieber nicht, aber immens viele Lebewesen neben dem Menschen laufen auch auf Beinen. Gut, wenn wir sagen würden, der Mensch, das ist, beispielsweise jetzt in der Definition des Menschen sagst du, der Mensch, das ist ein männliches, vernunftbegabtes Lebewesen. Das ist auch nicht richtig, denn diese Definition schließt einige Menschen aus. Also die Aufgabe einer Definition ist es, einzuschließen und auszuschließen. Man muss aber sagen, dass das eine, also 100% vollständige Definitionen für Wissenschaften sind unheimlich schwer. Das ist sehr schwer, besonders wenn die Wissenschaft eine gewisse Komplexität hat. Dann ist das fast unmöglich. Deswegen sollte man diese Definitionen als Annäherungsversuche verstehen und nicht haarspalterig sein bei der Kritik an die Definition. Okay, nach dem Hadd haben wir den sogenannten Al-Mawdu'. Al-Mawdu' bedeutet die Themengebiet oder Forschungsobjekt dieser Wissenschaft. Beispielsweise sagen sie, also hat man das früher so definiert, ob wie man es heute definiert, weiß ich nicht. Aber früher hat man gesagt, über den Maudu, also Themengebiet, Forschungsobjekt der Medizin, der menschliche Körper. Der menschliche Körper ist sozusagen das Kernstück der Medizin und die einzelnen Sachverhalte der Medizin, das sind dann die Krankheiten, beziehungsweise
die Heilmethoden. Thema ist aber der Mensch. Also alles dreht sich um den Menschen. Danach haben wir die Asamara, Früchte und erstrebte Nutzen. Was für Nutzen bringt denn diese Wissenschaft? Was habe ich davon, wenn ich sie lerne? Oder was ist eigentlich das potenzielle Ziel? Viertens, An-Nisba. An-Nisba, damit gemeint die Korrelation mit anderen Disziplinen. Inwiefern ist diese Wissenschaft von anderen Wissenschaften sozusagen, ich nenne das jetzt mal, unterwandert, beeinflusst? Und inwiefern beeinflusst diese Wissenschaft andere Wissenschaften? Das ist ein sehr wichtiges Thema. Das ist unheimlich wichtig, die Korrelation zwischen den verschiedenen Wissenschaften. Darauf gehen wir später inshallah genauer ein. Aber das ist unheimlich wichtig, denn hieran erkennt man, dass keine Wissenschaft eigenständig sein kann. Die islamischen Wissenschaften, nichts davon ist eigenständig. Das heißt, wer die Illusion hat, dass er beispielsweise ein Professor in der Aqida wird, ohne zulängliche Kenntnisse anderer Bereiche zu haben, der begeht einen großen Irrtum. Der lebt eine Illusion, die in der Realität gar nicht umsetzbar ist. Es ist nicht möglich, dass jemand von sich behauptet, in irgendeinem Fach Meister zu sein, der nichts anderes kennt. Das geht einfach nicht. Das werden wir aber noch sehen. Wir werden diese Relation oder Korrelation einteilen in vier Kategorien. Das aber später. Korrelation, yani, weiß jemand, was Korrelation heißt? Ja, eine gegenseitige Beeinflussung. Gegenseitige Beeinflussung. Okay. Hören mich alle noch? Dann haben wir den Al-Fadl. Al-Fadl, das sind die Vorzüge. Was für Vorzüge gibt es für diese Wissenschaft? Sechstens, Al-Wadi', der Urheber. Wer ist der Urheber der Wissenschaft oder der Vater dieser Wissenschaft? Beispielsweise sagen wir, der Vater der Grammatik ist Abul Aswad al-Duali. Der Vater des Usul-Fiqh ist Muhammad ibn Idris al-Shafi'i. Wer ist der Urheber des Ilm al-Aqida? Geht das überhaupt? Kann jemand ein Urheber der Ilm al-Aqida sein? Kein Mensch? Wir reden von einer Disziplin, von einer Wissenschaft. Wir reden nicht von dem Iman und deiner Aqida im Sinne, was du glaubst und dass du glaubst an Allah und an seinen Gesandten und so weiter. Wir reden von einer Wissenschaft. Also muss es einen Urheber geben. Und mit dem Urheber ist gemeint, wer das zum ersten Mal ausformuliert hat und schriftlich niedergelegt hat. Ansonsten beispielsweise Usul Fiqh, was haben die Leute vor Schafi'i gemacht? Hatten sie keine Prinzipien und Richtlinien, nach denen sie die Nusus, sozusagen die Texte der Scharia, verwaltet haben? Natürlich haben sie das gehabt, aber Schafi'i ist der Erste, der das ausformuliert hat und niedergeschrieben hat. Alice, welchen Namen hat diese Wissenschaft? Wie wurde diese Wissenschaft bezeichnet und was
kennzeichnet die verschiedenen Namen? Für was stehen die verschiedenen Namen? Gibt es Namen, die beispielsweise spezifisch für manche Bewegungen gelten? Gibt es gemeinsam genutzte Namen und warum wurde das so bezeichnet? Das ist auch ein Thema, das zur Einführung zählt. Und ebenfalls der Al-Istimdad, ich nenne das jetzt hier als Quellen und Rohstoffe. Rohstoffe wird zwar eigentlich für konkrete Dinge verwendet, Wissenschaften sind ja, zumindest diese Geisteswissenschaften, das sind ja abstrakte Dinge, aber vielleicht kann man das so ein bisschen versinnbildlichen, wenn du dir vorstellst, dass es diverse Rohstoffe gibt, die von hier und da genommen werden. Und aus diesen haben wir dann irgendwann am Ende so ein Endprodukt. Das ist dann die Ilm al-Aqida. Zu den Rohstoffen der Aqida gehört zum Beispiel auch der Fiqh. Das ist eine sehr interessante Sache, darauf kommen wir nochmal ein. Aber einige der A'imma erwähnen unter den Quellen und Rohstoffen der Aqida den Fiqh. Und hier kommen wir auch wieder auf die Korrelation. Der Fiqh hat einen Einfluss auf die Aqida. Auch umgekehrt, die Aqida beeinflusst den Fiqh. Aber dazu kommen wir später noch. Dann haben wir den Al-Hukm al-Shar'i. Al-Hukm al-Shar'i, das bedeutet, was sagt die Scharia dazu, diese Disziplin oder diese Informationen zu erlernen. Das schariatische Urteil zur Disziplin. Zehntens, die Masail. Was sind die Masail dieser Wissenschaft? Also der Unterschied zwischen Thema und Masail habe ich ja veranschaulicht durch das Beispiel der Medizin. Wir sagen, bei der Medizin ist der menschliche Körper das Thema. Die verschiedenen Krankheiten beispielsweise oder Heilungsverfahren, das sind die Sachverhalte. Und so ungefähr könnt ihr euch das vorstellen bei der Aqida. Wir haben also ein Kernthema und darum dreht sich alles dreht sich darum herum. Und dann haben wir die Masail, das sind dann die einzelnen Dinge, die diesen Kern sozusagen umgeben. Das sind die 10 Erstfragen. Diese bezeichneten Punkte sind tatsächlich Erstfragen, aber für eine zulängliche Übersicht und Vorstellung sind sie nicht ausreichend. Also nicht in dem Gebiet, das wir durchforsten wollen. Es gibt neben diesen 10 Punkten weitere Informationen, die bei der Formung des Ersteindrucks prägend sind und deswegen hinzugezogen werden sollten. Und nicht nur für Fachleute oder höhere Studien, sondern auch für die Anfänge, zum Beispiel die Entwicklung dieser Disziplin und ihre verschiedenen Phasen. Wie hat sich diese Disziplin entwickelt? Welche Phasen hat sie durchgemacht? Das ist enorm wichtig. Das ist enorm wichtig in vielerlei Hinsicht. Aber beispielsweise, wenn man über eine bestimmte Denkrichtung spricht, wie die Asha'ira. Die Asha'ira sind nicht als eine einzige Strömung zu verstehen. Die Asha'ira haben 3 Entwicklungsphasen durchgemacht und jede dieser Phasen hat ihre eigenen kennzeichnenden Merkmale. Es gab die Phase von Abul Hasan al-Ash'ari, dann kam die Phase von Al-Juwayni und dann kam die Phase von Fakhruddin al-Razi. Und jede dieser 3 Phasen hat ihre kennzeichnenden Merkmale und Unterschiede. Ebenfalls, was wichtig ist, ist ein Überblick über die Methoden der Literatur in diesem Fach. Nicht, wenn wir sagen, das ist ein Aqida-Buch, das ist ein Buch in der Aqida und das ist auch ein Buch in der Aqida, und ein drittes Buch, das ist auch ein Aqida-Buch. Es gibt verschiedene Methoden in der Verfassung der
Literatur in dem Fach. Es gibt Methoden, Schemata, nach denen Bücher verfasst werden. Und wenn, bevor du überhaupt liest, solltest du wissen, was für Arten von Akida-Werken gibt es denn? Ich meine jetzt nicht, was Arten ja im Sinne welcher Richtung sie angehören, das meine ich nicht damit, sondern wie sie denn verfasst worden sind und welche Ziele diese Art des Verfassens bezweckt. Es gibt Mutun, es gibt die Kutub al-Kutub al-Musnada, es gibt die Kutub al-Rudud, es gibt also eine ganze Reihe von verschiedenen Arten, und über die sollte man auch in Kenntnis gesetzt werden. Drittens auch eine sehr wichtige Frage. Was ist die kanonische Literatur im Fach? Was heißt kanonische Literatur? Yani sozusagen die primären Quellen, die primäre Literatur, erstrangigen Bücher. Es macht nämlich nicht großen Sinn, wenn man etwas studieren möchte oder etwas in Erfahrung bringen möchte und man sich nur mit sekundärer Literatur beschäftigt. Yani jemand möchte diverse Masail des Iman beispielsweise studieren und dann liest er irgendwelche Bücher von den letzten 200 Jahren und baut seine ganze Gedankenwelt einfach nur hierauf auf, als ob es keine erstrangige Literatur diesbezüglich gab vorher, als ob der Iman eine neuzeitige Angelegenheit ist. Nur ein Beispiel, Jani. Dazu kommen wir aber auch noch. Also erstrangige Literatur in einem Fach oder in einem bestimmten Themengebiet eines Faches. Die Bücher der Salaf, sicherlich gehören sie dazu, aber die Bücher der Salaf haben nicht alles abgedeckt. Das ist selbstverständlich, weil zum einen wurde in dieser Zeit noch nicht so viel geschrieben. Das heißt, mit dem Schreiben in der Akida hat sehr spät begonnen, unter anderem. Zweitens, auch die Aqida als Wissenschaft entwickelt sich. Sie entwickelt sich. Es kommen Sachen hinzu, die vielleicht vorher nicht aufgetreten waren. Es entstehen neue Strömungen, die angesprochen werden. Die andere Sache ist, der Zugang zu dieser Literatur ist nicht für jeden gegeben. Viele der klassischen Bücher sind Kutub Musnada, das heißt Bücher, die mit Asanid tradiert werden. Und ein Laie kann mit diesen Asanid nichts anfangen. Also entweder er liest sie ungeprüft und nimmt einfach alles unkritisch, oder er lässt alles, oder er verlässt sich auf die Bewertung einer dritten Person. Daneben gibt es auch sprachliche Hürden. Auch die Sprache entwickelt sich. Also ich persönlich aus der Erfahrung weiß, dass arabische Personen, also nicht arabisch hier in Deutschland aufgewachsene Personen, arabische Personen, die in arabischen Ländern aufgewachsen sind, enorme Schwierigkeiten haben, Bücher der letzten 300 Jahre zu lesen. Ebenfalls ein vierter Punkt, den man hinzufügen kann, ist Kenntnis um die verschiedenen Ansätze und Richtungen innerhalb dieses Gebiets. Beispielsweise in der Akida haben wir grundsätzlich vier Ansätze und Richtungen. Wir haben den traditionellen und den konservativen, die konservativen Ansätze der Ahl-Sunna, dann haben wir die Kalam-Ansätze, dann haben wir die philosophischen Ansätze, die Falsafa, und wir haben die illuminatischen Ansätze. Mit illuminatisch ist nicht gemeint Illuminati, diese Dreieck und
Pyramiden mit dem Auge. Mit illuminatischen Ansätzen ist gemeint eine Lehre, die davon ausgeht, dass Erkenntnis vom Inneren des Menschen kommt. Ja. Dazu gehört auch diverse sufische Ansätze, mystische Ansätze. Das kommt alles unter Kategorie, unter die Kategorie der illuminatischen, ja, die Erleuchtung. Und ja, das ist auch eine interessante Sache. Wir sehen jetzt gerade, es gibt also hauptsächlich vier Ansätze, und wir haben unterschieden zwischen dem Kalam und der Falsafa. Der Kalam ist nämlich nicht die Falsafa und die Falsafa ist nicht der Kalam. Das sind zwei verschiedene Dinge, die unterscheiden sich in gewissen Punkten, ähneln sich in manchen anderen, aber es ist nicht das Gleiche. Ich erwähne das Beispiel häufig. Al-Ghazali, Abu Hamid al-Ghazali, hat ein Buch geschrieben, das nennt sich Tahafut al-Falasifa, der Niedergang der Philosophen. Und es ist bekannt, dass Abu Hamid al-Ghazali eines der führenden Persönlichkeiten war, was den Ilm und Kalam anging. Aber yani, jemand, der jetzt daraus rückschließt, dass Abu Hamid al-Ghazali yani, hier den Kalam widerlegt, den er mal verteidigt hat, der irrt sich gewaltig, und das liegt daran, weil man nicht unterscheidet zwischen den Begriffen. Die Falsafa ist nicht der Kalam. Abu Hamid al-Ghazali kritisiert in diesem Buch die Falsafa, aber nicht den Kalam. Aber was die Unterschiede sind, dazu kommen wir später. Ich möchte euch einfach nur mal gerade zeigen, was noch so wichtig ist. Die fünfte Sache, und damit schließen wir heute ab, ein Überblick über die grundlegenden Beweise und Belege einer Denkrichtung. Was meinen wir mit grundlegenden Beweise? Ja, die Usul der Adilla, Usul al-Adilla. Und ebenso das Kennenlernen der internen Fachsprache. Das ist auch enorm wichtig. Was meine ich mit interner Fachsprache? In jedem Fach gibt es einen eigenen Fachjargon, Fachausdrücke, die in anderen Bereichen oder in der normalen Sprache nicht so verwendet werden. Ja, beispielsweise hier, wo wir gerade das Wort Kalam erwähnt haben. Was heißt Kalam einfach sprachlich? Rede. Wörtliche Rede. Wenn wir in der Aqida vom Al-Kalam sprechen, ist damit einfach wörtliche Rede gemeint? Sicherlich nicht. Das Wort Al-Falsafa ist linguistisch einfach das Suchen nach der Weisheit. Ist das schlimm, nach der Weisheit zu suchen? Al-Falsafa? Aber hier, wenn wir hier von der Falsafa sprechen, dann reden wir von einer ganz bestimmten Methodik bei der Ergründung von metaphysischen Dingen. Also metaphysisch, das heißt Dinge, die verborgen sind, Dinge des Raib, Dinge, die beispielsweise um Allah Ta'ala handeln, um die göttlichen Eigenschaften und so weiter. Die Mathematik wurde früher auch als ein Teil der Falsafa bezeichnet. Die Falsafa, wie Al-Ghazali sagt, das Wort Al-Falsafa beinhaltet vier Dinge. Die Naturwissenschaften, ist es schlimm? Naturwissenschaften sind was Schlimmes? Die Mathematik, die Logik und die Metaphysik. Metaphysik, also das sind dann diese Dinge, die um das Verborgene handeln, um göttliche Eigenschaften und so weiter. Das heißt, man sollte die Begrifflichkeiten genauestens kennen, damit man keine Fehler macht. Das sollte für heute erstmal genügen. Sind alle, die jetzt hier sind, auch im Telegram-Kanal? Wir werden auf die ersten, auf diese Fragen eingehen, inshallah. Im nächsten Unterricht beginnen wir damit.
Wir beginnen mit der Definition. As-Sual, Fragen, also nur sagen wir es so, wir machen es mit den Fragen so, weil das sind hier ganz viele Leute. Fragen, wenn es inhaltsbezogene Fragen gibt, dann stellt ihr sie mir einfach über Telegram. Wenn etwas akustisch oder so nicht verstanden wurde, dann kann das natürlich hier erwähnt werden. Vor dem Überblick über die Fachsprache habe ich gesagt, dass man eine Kenntnis über die verschiedenen Ansätze und Richtungen haben sollte. Was bedeutet das? Was ist der Al-Kalam? Wenn wir sagen, es gibt die Kalam-Richtung, es gibt die Falsafa, was ist die Falsafa? Was ist damit gemeint? Mesh? Und so weiter. Gut, dann machen wir Schluss. Wir hören uns inshallah im nächsten Unterricht. Hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum.